Hallo und willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Es wurde mal wieder Zeit. Die Tüte hat sich gut gefüllt. Ich muss aufpassen, dass das hier nicht rausfällt. Und wie in den letzten Videos auch, ist alles zusammengepackt. Beauty, Pflege, Make-up, alles, was ich in den letzten Wochen, Monaten aufgebraucht habe. Ich weiß gerade nicht, wann ich das letzte Aufgebraucht-Video gedreht habe. Es war aber definitiv vor meinem Antarktis-Urlaub. Das heißt, irgendwann Anfang Oktober oder vielleicht Ende September. Also es ist schon eine Weile her. Aber einiges ist wieder leer geworden und ich fange mal direkt an. Das erste Produkt war ein Spontankauf, obwohl ich genug Duschgel habe. Aber das habe ich bei einer Beauty-Bloggerin mal gesehen, Beauty and the Blonde, die Saskia. Eine der wenigen Beauty-Blogger, denen ich noch folge, sowohl auf Instagram als auch bei dem Blog. Weil ich mich gar nicht so über Neuerscheinungen informiere und das einfach nicht mehr so ein großer Teil meines Lebens ist wie zu Beauty-Blogger-Zeiten. Aber dieses Duschgel hat sie relativ oft mal in die Kamera gehalten und meinte, das ist ihr absolutes Lieblingsduschgel. Ich glaube, sie hat auch diverse Backups davon. Und dann habe ich das in der Drogerie gesehen und ja, wie gesagt, ein Spontankauf. Und ich muss sagen, ich fand das wirklich richtig toll. Es riecht sehr natürlich und trotzdem intensiv nach Pfirsichen, kein künstlicher Geruch. Das Duschgel ist sehr angenehm auf der Haut, es reinigt auch gut. Ja, das kann man eigentlich von allen Duschgelen sagen, weil man ist ja jetzt nicht so krass dreckig, dass man das groß beurteilen könnte. Aber ich mochte das sehr, sehr gerne und sobald ich meine Duschgel aufgebraucht habe, wäre das eine Marke, wo ich nochmal schauen würde, was es noch für andere Düfte gibt. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr Le Petit Marseillais, mein Französisch. Ja, ob ihr die Marke kennt, ob ihr davon schon mal ein Duschgel ausprobiert habt und welches euer Favorit bei den Düften ist. Ich bleibe im Bad und da freue ich mich sehr, dass ich endlich mal etwas aufgebraucht habe. Und zwar ist es ein Badezusatz und nicht nur so ein Tütchen oder eine Badebombe, sondern eine ganze Flasche. Und die Kneipp-Badedüfte mag ich sehr, sehr gerne, die Badezusätze. Ich glaube, das habe ich im Outlet mal gekauft oder auch so, das weiß ich nicht. Eins meiner Lieblingsbadezusätze, was ich nicht nur benutze, wenn ich erkältet bin, oder erkältet bin ich nicht oft, aber irgendwie das Gefühl habe, es könnte eine Erkältung kommen, dann gehe ich da auch sehr gerne mit in die Wanne und das ist einfach so ein sehr schöner Duft und der ist angenehm und der tut richtig gut, der lässt mich entspannen und danach muss ich auch direkt ins Bett und schlafen. Dann schlafe ich auf jeden Fall auch sehr gut, das ist Eukalyptus-Minze. Ich liebe Minze sowohl als Tee als auch als Duft und eben auch als Badezusatz. Die Kneipp-Sachen sind super toll. Ich mag die sehr gerne und mit so einer großen Flasche kommt man sehr lange aus. Oh. Und wenn ich dran rieche, dann ist das schon wieder so richtig... Es könnte sein, dass es manchen vielleicht zu medizinisch riecht, aber ich mag das genau richtig, richtig gerne. Wenn ihr also auf solche Düfte steht und gerne ein Schaumbad haben möchtet, das Schaum ist übrigens auch sehr gut. Das schäumt gut auf. Und bringt auch ordentlich Schaum in die Badewanne, das mag ich ganz gerne, so für die Optik. Das hat ja jetzt keine richtige Bewandtnis, es ist ja einfach nur hübsch, so ein Schaum. Und ja, sehr große Empfehlung. Ich habe noch ein paar andere Kneipp-Düfte hier, ich möchte meine Badezusätze aufbrauchen, aber das würde ich nachkaufen, wenn ich aufgebraucht habe. Wer meine anderen Videos kennt, weiß, dass ich von Pureology ein Conditioner benutze, den ich liebe. Ich benutze keinen anderen Conditioner mehr. Ich habe mir im Angebot so einen Liter Kanister davon geholt und fülle das immer ab. Und von der gleichen Marke habe ich gedacht, oder auch von der gleichen Reihe, ich probiere mal das Shampoo. Und das ist dieses hier. Sieht irgendwie genauso aus wie der Conditioner, nur dass der Conditioner auf dem Kopf steht und das nicht. Und ich muss sagen, ich fand es okay. Es ist nicht billig im Vergleich zur Drogerie. Ich weiß jetzt nicht genau, was es kostet. Das ist auch oft bei Basler oder so im Angebot, genauso wie der Conditioner. Aber es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert wie der Conditioner. Zum Beispiel, dass ich bereit bin, das 3-4-fache auszugeben wie für ein normales Shampoo. Es hat auch keinen Silbereffekt. Das ist einfach für gefärbtes Haar. Es war gut, aber für mich jetzt den Preis nicht wert, weil es auch gute Drogerie-Shampoos gibt, die für meine Haare gut sind. Und vor allen Dingen, weil der Conditioner am Ende eigentlich das Highlight überhaupt ist. Das ist, was meine Haare dann so angenehm und gut machen, wie sie mir jetzt, seitdem ich diesen Conditioner benutze, verwende. Also ja, ist okay, aber werde ich nicht nachkaufen. Meine Lieblings-Micellentücher müssen irgendwie in jedem Video auftauchen, zumindest wenn ich unterwegs war. Zu Hause verwende ich in einem anderen Reiniger, nicht solche Tücher. Aber ja, den hier hatte ich natürlich passenderweise in der Antarktis mit und habe ihn fast komplett, oder ich glaube, es ist tatsächlich aufs letzte Tuch hingekommen, dass ich ihn aufgebraucht habe. Trotzdem habe ich den Müll mitgenommen, damit ich euch den zeigen kann. Und ich finde einfach den Pinguin so süß und ich finde auch die verbesserte Verpackung, die Nivea sich seit ein paar Monaten hat einfallen lassen, richtig gut, weil es wirklich bis zum Ende schließt, bis das letzte Tuch entfernt ist und man eben das 25 Mal öffnen kann. Ja, ich habe davon immer eine Packung da, denn im nächsten Urlaub werde ich das wieder mitnehmen.
Ich finde die einfach großartig. Dann habe ich ein kleines Haarspray aufgebraucht. Da habe ich den Deckel irgendwie verloren, deswegen habe ich das zu Hause aufgebraucht, obwohl das so eine Reisegröße ist. Solche nehme ich eben unterwegs gerne mit. Ich benutze Haarspray nur für den Ansatz, um so fliegende Härchen, habe ich jetzt gar nicht benutzt, aber geht, irgendwie in den Griff zu bekommen. Manchmal sind die so elektrisch und dann sprühe ich ein bisschen drauf. Das heißt, ich komme sehr, sehr lange damit aus und ich benutze einfach irgendeinen günstigen Haarlack oder Haarspray. Da habe ich keine wirkliche, ja, Empfehlung. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr Haarspray verwendet und wenn, wofür. Auch nur so für den Ansatz. Dann kommt man ja mit so einer großen Flasche ewig hin. Oder ob ihr irgendwas crazy, fancy, Hairstyle-mäßiges damit macht. Das nächste Produkt war, glaube ich, mal ein Geschenk. Oh, ich bin mir bei manchen Sachen echt nicht sicher, wo ich sie her habe. Aber ihr kennt ja alle sicherlich die Rituals Duschschäume, den Duschschaum. Ich liebe das sehr. Und viele Marken sind natürlich schon lange auf den Zug aufgesprungen und haben auch Duschschaum im Angebot. Und ich habe das von Dove mal probiert. Das ist Duschschaum mit Arganöl. Für 24 Stunden weiches Hautgefühl. Ja, also die Haut hat sich danach gut angefühlt, aber ich finde einfach so ein weicher Schaum und das ist auch wirklich ein sehr feiner, weicher Schaum. Kann man durchaus mit Rituals vergleichen. Richtig toll. Der Duft ist recht intensiv, sehr... Riecht so ein bisschen nach Oldschool-Cremes, also sehr cremig. Aber man riecht auch dieses ja, leicht mandelige Öl. Es ist zwar Arganöl, aber ja, Mandel oder so ein bisschen nussig, süßes Öl. Ich mochte das sehr gerne. Ich mochte es auch die ganze Zeit gerne. Hier oben dran ist so eine Duftprobe. Also wenn ihr das im Laden mal seht, könnt ihr dran rubbeln und dran riechen, weil Duft finde ich bei Duschgel fast am wichtigsten. Diese Duschschäume gehen relativ schnell leer. Ich habe das jetzt nicht so getrackt, aber vom Gefühl her sind die schneller leer als ein flüssiges Duschgel. Hier steht auch drauf, man kann das auch für die Rasur benutzen, also 2 in 1. Ich mochte das auf jeden Fall sehr gerne. Ich finde die Flasche auch unfassbar schön und ich finde, das ist auch ein schönes Geschenk, weil so einen hochwertigeren oder etwas teureren Duschschaum wie von Rituals oder eben von Dove, der ist natürlich noch günstiger als von Rituals, das kann man auch mal ganz gut verschenken, weil das kauft man nicht, sich nicht ständig selbst. Und deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, dass ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen. Ja, sehr intensiv, aber ich mag das. Eine Gesichtscreme habe ich auch aufgebraucht und da glaube ich, dass ich die mal zugeschickt bekommen habe. Es steht ja eh Dauerwerbesendung drüber. Ich weiß nicht mehr bei allen Sachen, was davon PR-Samples waren, weil ich jetzt nach und nach aufbrauche und an die untersten Dinge der Schublade gelange. Und die sind teilweise schon sehr lange bei mir. Aber das waren die Eucerin Aquaporin Active SPF 25 und UVA Protection Creme. Und ja... Die hatte eine sehr leichte, angenehme Textur, deswegen hat die auch sehr lange gehalten. Man hat sehr viel davon und wenn ich so direkt reinrieche, finde ich den Duft so lala, aber beim Auftragen ist der mir gar nicht negativ aufgefallen. Also ich glaube, der verfliegt einfach extrem schnell und hält sich eher so im Pöttchen. Feuchtigkeitspflege für alle Hauttypen. Eine schöne, solide Tagespflege, die ich nicht jeden Tag verwende. Ich benutze nicht jeden Tag Creme, sondern immer nur, wenn ich das Gefühl habe, meine Haut braucht das. Ich bin auch der Meinung, die Haut braucht nicht jeden Tag ständig Creme. Sie gewöhnt sich wahrscheinlich auch sehr schnell dran. Sonnenschutz, glaube ich, ist viel wichtiger. Da waren immerhin SPF 25 drin. Und ja, ist eine solide, gute Creme und habe ich sehr gut vertragen. Eucerin, glaube ich, damit komme ich einfach sehr gut klar. Mein All-Time-Favorite Nagellackentferner habe ich auch aufgebraucht von Isana. Der mit Mandelduft und fliegendem Öl und auch mit Aceton, weil alles andere nicht gut bei mir funktioniert. Und ich verwende sehr selten Nagellack. Heute habe ich mal wieder welchen drauf. Alle Produkte, die ich im Gesicht habe bei solchen Videos, sind übrigens immer unten in der Infobox, weil da oft gefragt wird, schreibe ich das eigentlich auch immer rein, weil ich das oft dann Wochen später selber nicht mehr weiß, was ich mir ins Gesicht geklatscht habe. Zurück zum Nagellackentferner. Das ist mein Lieblingsnagellackentferner. Mandelduft, wir wissen alle, naja, es ist ein Nagellackentferner. Er riecht einfach chemisch. Aber er funktioniert wunderbar bei mir und ja, die einmal im Monat, wo ich Nagellack drauf habe, finde ich, das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass da Aceton drin ist. Ich glaube, meine Nägel waren früher mega kaputt, weil ich jeden Tag Nagellack getragen habe, alle 2 bis 3 Tage den Nagellack gewechselt habe und meinen Fingernägeln überhaupt keine Ruhe gegeben habe. Seit den 4 Monaten Urlaub, wo ich gar keinen Nagellack getragen habe und sie mal nachwachsen konnten, gesund, mache ich das halt nur noch selten, wenn ich Bock drauf habe und ja, das tut meinen Nägeln gut und der Nagellackentferner ist auch super. Der hat übrigens jetzt ein neues Design. Ich habe ihn natürlich nachgekauft und es gab keine große Flasche mehr, zumindest nicht in dem Rossmann, wo ich war. Ja, und die Flasche sieht jetzt auch irgendwie anders aus, aber das seht ihr dann in einem der nächsten Aufgebraucht-Videos. Könnte ein paar Monate dauern.
Kommen wir vom liebsten Nagellackentferner zur liebsten Lotion. Und zwar, die habe ich auch schon ganz oft in die Kamera gehalten. Das ist von Clinique, die Phase 2. Ich verwende nicht das komplette System, sondern nur diese Lotion als letzter Step nach der Reinigung, nach dem Make-up-Entfernen. Und das kriegt halt teilweise, je nach Make-up-Entferner, nochmal richtig gut was runter. Man erschreckt sich wirklich ein bisschen, dass wenn ihr nur normalen Make-up-Entferner benutzt, ihr kriegt nicht alles weg, ne? Und das ist dann nachts auf der Haut und deswegen schwöre ich sehr auf diese Lotion, die nochmal das letzte bisschen rausholt. Ich vertrage sie sehr, sehr gut. Man braucht nicht viel davon, also einmal so kurz aufs Wattepad. Da ist noch minimal, aber das kriege ich irgendwie nicht raus. Und ich habe jetzt auch schon eine große Flasche mit Pumpspender in Verwendung. Also meistens, also abends verwende ich das immer, manchmal auch morgens, wenn ich dran denke. Große Empfehlung, zumindest funktioniert das für mich sehr, sehr gut. Wattepads, zwei Packungen von Ebelin, die Maxi-Pads, weich und fusselfrei. Ich muss sagen, sie gefallen mir nicht so gut. Ich bin mir nicht sicher, was ich sonst immer verwendet habe. Da muss ich mal schauen, die sind sehr glatt auf der Oberfläche und ich habe das Gefühl, dadurch kriegt es das Make-up nicht so gut runter. Für die Lotion verwende ich ein Baumwollpad, weil das kann ich waschen. Und hin und wieder verwende ich die Baumwollpads eben auch für das normale Make-up. Aber wenn es so richtig krass Lidstrich und Mascara und so ist, dann finde ich diese Baumwollpads unangenehm. Deswegen habe ich immer noch konventionelle, leider in Plastik verpackt. Aber zumindest verwende ich schon weniger als früher. Und bei denen muss ich mal gucken, was ich als nächstes kaufe, weil die fand ich so semi-gut. Ich muss mal mehr auf die Oberfläche achten, dass es nicht so ganz glatt geschmirgelt ist. Ja, dann habe ich Whitening Stripes mal ausprobiert. Die waren bei Rossmann in der App, glaube ich, im Angebot. Genau, und dann dachte ich, probiere mal von Perlweiß was aus. Oh, das spiegelt sehr schön. Die haben nichts gebracht. Also hin und wieder versuche ich meine Zähne mit so Zahnweißstreifen aufzuhellen. Ich habe bis jetzt immer über Amazon welche bestellt, online. Die ersten, die ich da hatte, waren wahnsinnig gut. Dann waren die immer aus dem Sortiment und dann musste ich andere bestellen. Ich glaube, einmal im Jahr eine Zahnreinigung und ich habe jetzt eine neue Zahnbürste, eine Schallzahnbürste und die bringt, glaube ich, viel mehr als so eine Whitening Stripes. Also die haben in der Zeit gar nichts gebracht. Das muss man auch nur eine Woche anwenden, die ich aus dem Internet hatte. Das waren dann 2 Wochen und da hat man auch wirklich einen Unterschied gesehen. Aber das war leider irgendwie unnötige Geldausgabe, weil es nichts gebracht hat. So unnötiger Plastikmüll ist auch das nächste, was ich euch zeige. Also wirklich komplett unnötig, habe ich als Geschenk bekommen. Es ist eine witzige Verpackung, da war so Badekonfetti drin, das waren Herzen, die allerdings weder sonderlich viel Duft noch irgendwie einen Zusatz abgegeben haben, außer dass da sehr viel Chemie, glaube ich, drin ist. Es ist irgendwie witzig, es ist von Depot, aber eigentlich auch echt unnötig. Naja, ich habe sie über den Schaum gestreut und auch so ins Badewasser, aber ich musste noch einen Badezusatz dazugeben, weil wie gesagt, es duftet gar nicht wirklich, so ein bisschen seifig. Und das löst sich so auf und diese Herzen werden so schmierig. Also, ja, das sind so Produkte, die Welt eigentlich nicht braucht. Und ich habe noch einen Badezusatz aufgebraucht. Ihr seht schon, ich bin richtig dabei. Ich habe auch ein neues Projekt. Dazu gibt es dann ein separates Video, aber hier soll es um die aufgebrauchten Sachen gehen. Und zwar von TT Sept und die Flasche ist so, so schön. Schaut euch das mal an. Sie muss jetzt leider ausziehen, weil sie ist leer. Aber das ist eine Limited Edition gewesen und die ist bestimmt schon 2-3 Jahre alt. Deswegen, ja. Winter, Pflaume, warmer Pfeffer. Und ich hätte mir den Duft ein bisschen intensiver gerne gewünscht. Wenn man so reinschnuppert, ist es wirklich so ein ganz leichter, süßlicher Pflaumenduft. Den Pfeffer rieche ich jetzt nicht raus. Wobei Pfeffer, ja, riecht der sehr stark. Ja, doch. Aber, es war ein ganz guter Badezusatz, er hat nicht so stark geschäumt, wobei ich gar nicht weiß, ob das langanhaltender Schaum, ja, ist okay. Ich bin eher Kneipp-Fan, war aber sehr lecker, der Duft, war angenehm. Wie gesagt, ein bisschen intensiver hätte ich es mir gewünscht. Ich habe dann einfach ein bisschen mehr reingemacht und dadurch ist es dann auch alle geworden. Auch so Produkte habe ich aber auch geschenkt bekommen und zwar von Starskin eine Handmaske, Handschuhe. Also das ist quasi wie das Zeug, was man sich über die Füße macht, so Plastikhandschuhe, wo dann Flüssigkeit drin ist und so ein Tuch und was dann, ich glaube 20 Minuten oder eine halbe Stunde, 15 Minuten an den Händen bleibt. Hier hinten kann man das sehen, wie das benutzt wird, also relativ simpel. Und danach hat man gut gepflegte, weiche Hände, ja, aber auch Plastikmüll und Müll. Genau, hier ist das drin, das muss ich natürlich jetzt trennen. Das ist Plastik, das hier ist Papier. Es ist auch wieder so ein nices Gimmick. Nices, ich rede schon.
ein ganz nettes Gimmick, das ist auch Englisch, ne? Eine ganz nette Kleinigkeit, die man verschenken kann. Aber würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. War schön angenehm. Was ich allerdings gut finde, es gibt so Baumwollhandschuhe in der Drogerie. Und wenn man dann einfach seine normale Handpflege oder eine gute Bodylotion oder Creme verwendet und dann über Nacht diese Baumwollhandschuhe drauf lässt, die kann man dann ja auch waschen regelmäßig, dann hat das auch den gleichen Effekt, dass die Hände gut gepflegt sind und man hat nicht diesen Müll. Auch ein Geschenk, was ich, glaube ich, mit den Handschuhen benutzt habe, das sah bestimmt sehr witzig aus den Abend, waren eine iPad-Maske, also es waren so iPads, so aus Kollagen, so wabbelige Dinger, also nicht Kollagen, Kollagen ist drin, Hyaluron auch und Zauberstrauch, whatever das ist. Ja, macht man so unter die Augen, war tatsächlich sehr angenehm und hat sich gut angefühlt, 20 bis 25 Minuten, hat danach, also meine untere Augenpartie ist offenbar immer sehr feuchtigkeitsliebend, denn die saugen diese Dinger immer auf. Da steht immer drauf, dass man den Rest einklopfen soll. Bei mir ist selten Rest da. Das ist alles so eingesaugt von der Haut. Von daher ist es hin und wieder ganz gut. Aber auch da ist es halt eine Anwendung und diese Wabbeldinger, ich weiß nicht, woraus die sind, wahrscheinlich auch so ein Silikonzeugs, schmeißt man dann weg und ja. Es war ein Geschenk, ich wollte sie euch zeigen. Sie sahen so golden aus, ganz fancy. Und hatten zumindest auch eine gute Pflegewirkung. Dann habe ich eine Creme aufgebraucht, wo ich mir sehr sicher bin, dass ich die als PR-Sample mal bekommen habe. Das ist eine Waschcreme. Ich verwende sowas nicht, um Make-up zu entfernen. Mir ist das mit dem ganzen Wasser und über dem Waschbecken zu nervig. Ich bin halt einfach jemand, der gerne einfach mit einem Wattepad das alles wegmacht und dann einmal kurz das Gesicht mit Wasser wäscht. Aber unter der Dusche morgens verwende ich das ganz gerne, um einfach so den Nachtschmutz vom Gesicht zu bekommen. Und das war sehr angenehm. Das ist tiefenreinigend und antibakteriell, habe ich gut vertragen. Der schäumt ganz angenehm auf und ist halt La Mer. Ich glaube, das kriegt man in der Apotheke. Das ist nicht das La Mer, was so wahnsinnig teuer ist. Es gibt ja zwei La Mer Marken, was ich immer noch faszinierend finde. Die haben nichts miteinander zu tun. Die eine kostet irgendwie das Zehnfache von der anderen. Ja, fand ich gut. Und bevor wir zum Make-up kommen, habe ich noch ein Pflegeprodukt und zwar, das habe ich mir selber gekauft und nicht richtig gelesen, wie man es eigentlich anwendet. Das ist von Ritual of Ayurveda, ein Trockenöl für Körper und Haare, sehe ich gerade. In die Haare habe ich es mir nicht geschmiert. Das sieht so aus, sehr hübsch, war auch auf meinem Nachttisch und hat sich sehr hübsch da gemacht. Das Problem ist, da ist noch so viel drin. Ich kriege es nicht auf, also man kann das nicht aufdrehen. Zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden. Vielleicht probiere ich es irgendwie nochmal. Und das Ding ist mir abgeflogen und ganz weit unters Bett gerollt. Und ich komme nicht ran. Und ich versuche nochmal, das irgendwie aufzumachen. Es ist halt aus Glas, kann man nicht einfach aufbrechen. Ich mochte das sehr gerne, aber die Anwendung ist schon, wenn man es nach dem Hersteller macht. Man soll das nämlich eigentlich in quasi ein warmes, heißes Wasserbad stellen, damit sich das Öl erwärmt und dann mit dem Sprühkopf das verwenden. Das habe ich beim ersten Mal gemacht und war mir dann einfach zu aufwendig. Also das war mir zu viel. Das kann man ganz cool in so einem Wellness-Studio machen, wo man diese Warmhaltedinger hat und dann ist das bestimmt auch sehr angenehm. Aber ich fand es auch angenehm, das zu verwenden, ohne es vorher warm zu machen. Es riecht sehr intensiv, sehr ayurvedisch. Also wie in so einem Wellness-Spa-Bereich. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Ich finde die Rituals-Düfte sehr hochwertig und angenehm. Und da werde ich jetzt gleich nochmal versuchen, irgendwie an das restliche Öl zu kommen, weil es ist nicht wenig und man braucht nicht so viel. Es macht die Haut wunderbar weich. Es gibt sehr lange sehr viel von diesem Duft ab. Von daher ist es schon sehr hochwertig. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber es ist eben kein billiges Drogerieprodukt. Mal was ganz Besonderes. Also hatte ich von Rituals vorher auch noch nicht, fand ich aber sehr gut. Und wie gesagt, das da kläre ich noch. Dann habe ich auch ein bisschen Make-up aufgebraucht und zwar eine Mascara. Das war die Maybelline Colossal 100% Black. Die mag ich sehr gerne. Die hat so ein ganz witziges Bürstchen. Das ist so fedrig. Und es funktioniert sehr gut, bringt ganz gut Länge. Nicht so viel Volumen wie andere Mascaras. Ich denke mal, das liegt am Bürstchen. Aber ich mochte die sehr gerne. Und ich merke es mal wieder, die riecht aber extrem chemisch. Also nur vom Rausnehmen und beim Auftrag merkt man das auch, aber sie ist jetzt ich habe sie ein paar Wochen, zwei, drei Monate verwendet und dann ist sie eingetrocknet und hat nicht mehr so viel Farbe abgegeben. Eine solide Mascara, aber an meine Lieblingsmascara kommt einfach nichts ran. Und alle werden wissen, welche das ist. Das ist die Maybelline Lash Sensational und die werdet ihr im nächsten Aufgebraucht-Video auch sehen, weil ich sie gerade in Verwendung habe. Dann habe ich einen Eyeliner aufgebraucht, da gibt es auch einen Blogpost zu, weil ich früher eigentlich nur mit Gel-Eyeliner und Pinsel klarkam. Ich habe immer gesagt, mit allen anderen komme ich nicht klar.
bis ich gedacht habe, Mädel, das ist zu nervig, das im Urlaub mitzunehmen. Ich möchte einfach gerne nur einen Stift für Eyeliner verwenden. Ich benutze sehr oft und sehr gerne Eyeliner und obviously habe ich heute auch wieder welchen drauf. Und zwar ist das der Catrice It's Easy Tattoo Liner. Der hat so eine Filzspitze. Und die fand ich sehr, sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert. Ich konnte damit sehr gut Winged Eyeliner machen. Mittlerweile komme ich aber auch mit den biegsamen Spitzen gut klar. Der ist allerdings sehr schnell, relativ schnell eingetrocknet. Ich kann euch nicht die Zeit sagen. Ich verwende aber schon Eyeliner dreimal die Woche, würde ich sagen, im Schnitt. Vielleicht viermal, je nachdem, wie meine Laune ist. Vielleicht eher dreimal. Und der war schon nach ein paar Wochen eingetrocknet und dann konnte ich nicht mehr so richtig den Eyeliner intensiv ziehen und der war sehr gut in der Handhabung, der ist ja auch nicht teuer, aber ich hätte mir gewünscht, dass er länger hält, denn den Dip Eyeliner, den ich aktuell verwende, die habe ich zur gleichen Zeit gekauft und immer so abwechselnd verwendet und den verwende ich jetzt schon einige Wochen länger, also da hat man dann mehr von als von so einem Filzstift, der doch relativ schnell eintrocknet. Wo wir beim Thema Eyeliner sind, habe ich noch den Manhattan Gel Eyeliner, das ist der letzte Eyeliner, den ich noch hatte. Der ist jetzt eingetrocknet. Ich habe aber auch sehr, sehr viel rausbekommen. Und im Moment verwende ich halt diese Dip Eyeliner und weiß gar nicht, was ich mit meinen zwei Eyeliner-Pinseln machen soll, weil ich mittlerweile mit diesen anderen noch viel schneller und noch viel besser klarkomme, obwohl ich das nicht gedacht hätte, dass das geht. Deswegen werde ich im Moment erstmal keinen Gel-Eyeliner nachkaufen, weil ich eben noch andere Dip-Eyeliner habe, die ich probieren möchte und der aktuelle auch noch gut ist und sicherlich noch einige Wochen hält. Aber der war auch sehr, sehr gut. Ich habe früher immer nur den von NYX verwendet, bis sie die Textur geändert haben. Sie haben ihn erst aus dem Sortiment genommen, dann gab es einen Aufschrei, dann haben sie ihn wieder reingenommen, haben aber die Textur verändert. Und der war trotzdem, der war sehr gut. Von der Drogerie her kam der am nächsten von der Konsistenz von Manhattan. Also falls ihr sowas sucht, schaut mal bei Manhattan vorbei, in der Hoffnung, dass es den noch gibt. Also Gel-Eyeliner haben sich, glaube ich, nie so richtig durchgesetzt bei den Mainstream-Käufern. Bei den Beauty-Bloggern glaube ich schon, aber nicht bei den Mainstream-Käufern. Das vorletzte Produkt ist ein Augenbrauen-Produkt und zwar ein Augenbrauen-Gel von, man sieht es nicht mehr. Ich weiß es aber noch, dass es von Love ist. Das habe ich zugeschickt bekommen und ich habe es geliebt. Ich habe diese Art von Augenbrauen-Produkt auch nachgekauft. Und Leute, es war so ergiebig. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt täglich verwendet habe. Ein halbes Jahr? Fast ein Jahr, es ist vielleicht sogar ein ganzes Jahr, also Wahnsinn. Das hat so eine Bürstchenspitze mit Plastikbürstchen und man dreht dann hinten einfach was raus. Also es dreht sich jetzt nicht mehr, weil das ist alles, das ganze Produkt ist raus. Ich gehe stark davon aus, dass es wirklich komplett mit Produkt voll ist, so lange wie es gehalten hat. Und dann kommen hier an zwei Seiten, an zwei Klecksen eben das Produkt raus, dieses gefärbte Augenbrauengel. Was richtig toll hat, ich bin damit einfach nur über die Augenbrauen gefahren und dann waren die verdichtet und in Form und fertig. Ich finde das einfach großartig. Ich weiß leider nicht mehr, welche Farbe das ist, das sieht man nicht. Und die Farbe, die ich jetzt gekauft habe, ist ein bisschen heller. Ich habe das heute auch drauf. Das war hier dunkler, das ist eher so ein bisschen helleres Braun. Ist auch okay, ich bin jetzt nicht so der Augenbrauen-Freak. Hauptsache, sie sind einigermaßen irgendwie in Form und verdichtet. Und zu guter Letzt habe ich eine Foundation aufgebraucht, die hat mir sehr gut gefallen. Das ist von Catrice. Die All Matte Plus, das ist hier Staub, der fliegt, ich hoffe, ihr seht den nicht, weil die Tüte schon ein bisschen staubig ist, die muss mal entstaubt werden. Shine Control Make-up hält bis zu 18 Stunden. Gut, da habe ich mich meistens schon abgeschminkt abends, aber das ist die hellste Farbe, hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, mattiert gut, hat gut gedeckt. Also bei Foundations, früher habe ich am liebsten Dior verwendet, habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, weil ich auch noch einige PR-Samples habe und selbst gekaufte Foundations. Die hier war auch selbst gekauft. Und so eine Foundation hält viele Monate, also aktuell habe ich auch so eine ähnliche in Verwendung, die sieht ähnlich aus, aber ich glaube, die ist von Maybelline oder Manhattan, ich glaube Maybelline. Aber das seht ihr dann in irgendeinem der folgenden Aufgebraucht-Videos. Und was ich sehr gut finde, also der Pumpspender bekommt viel raus und man kann das auch wunderbar aufdrehen und ich habe dann immer mit dem Stäbchen den Rest so rausgekratzt und bestimmt noch 2-3 Wochen oder länger verwendet. Und bis mir dann das Ding abgebrochen ist. Und es liegt jetzt hier drin. Und es ist aber auch kein Produkt mehr enthalten. Jetzt habe ich schon das Outro gedreht und ganz vergessen, dass ich die Duftkerzen noch nicht gezeigt habe. Die kommen hier auch immer noch mit drin vor. Und zwar habe ich einmal Fresh Baked Bread von Kringle Candle aufgebraucht. Diesen Duft gibt es nicht mehr. Und ich habe noch ein Backup mit 3, glaube ich, davon. Ich liebe das. Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Für mich riecht es nach frisch gebackenem Brot und wenn ich so abends dann auf dem Sofa mit einem Buch sitze, dann ist es einfach ein wahnsinnig gemütlicher Duft, der mir auch ein bisschen Appetit macht.
Aber das ist echt einer meiner Lieblingsdüfte und ich bin immer noch sehr traurig, dass er aus dem Sortiment gegangen ist. Ich habe noch nicht wieder geschaut, ob sie ihn vielleicht reingenommen haben. Ich bin nicht so im Duftkerzen-Game, dass ich das alles immer weiß, aber ich gehe mal davon aus, dass er immer noch aus dem Sortiment ist. Und von Yankee Candle habe ich so eine Kerze, die ich mir vor ewigen Zeiten mal gekauft habe, aufgebraucht. Das war aber auch ein Duft, den ich sehr, sehr mochte. Ich bin nicht so der Yankee-Fan, weil die mir oft nicht intensiv genug sind, aber wenn ich das auf dem Schreibtisch stehen habe, direkt neben mir oder auf dem Sofatisch quasi, wenn ich da gemütlich liege und lese, dann riecht man das schon und das ist Cranberry Pear, also Cranberry und Birne und ich finde das Logo auch ganz witzig, wobei es so ein bisschen blutig aussieht, als wäre das ein Halloween-Logo. Aber ein sehr leckerer, angenehmer Fruchtduft, der erfrischend ist und ja, ich mag die Kombination mit Cranberry und Birne sehr raus. Es riecht mehr nach Cranberry als nach Birne, aber fand ich richtig gut. Und dann habe ich noch ein Daylight aufgebraucht und zwar eins von Country Candle. Das habe ich mir auch ganz neu gekauft gehabt bei Rosamund, weil das Logo so süß ist. Ich bin ein Katzenmensch, aber schaut euch mal diesen süßen Hund an. Oh, der ist doch niedlich. Und ja, Winter Snap, das ist jetzt die Frage, wonach es riecht. Das steht auch hinten nicht drauf. Das ist schade. Es riecht. Oh Gott. Minimal süßlich, aber nicht doll. Pudrig. Nach, ne, Weichspüler nicht. Pudrig, winterlich. Ein bisschen vielleicht Kamin, aber ganz dezent. Also jetzt kein schwerer Duft, aber oh, super schwer. Auf jeden Fall habe ich dran gerochen und dachte, okay, den muss ich haben. Ist, glaube ich, quasi noch relativ neu. ja, fand ich ganz toll. Und das Logo ist so süß, aber jetzt ist er aufgebraucht. Und auch das ist ja echt Plastikmüll, ne? Fällt mir so gerade auf. Und man, wenn man einmal sich mit diesem Thema ein bisschen versucht zu beschäftigen, dann ist das Leben schon ganz schön hart. Das ist immerhin Glas. Ja, egal. So, das war das und jetzt zum Outro. Das war also mein aufgebrauchtes Video, mein aktuelles. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir, was ihr zuletzt Tolles in Bad oder beim Make-up aufgebraucht habt. Das interessiert mich immer sehr. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.